Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PokerCraft. Ich bin Baloi. Ich wurde nicht unterbrochen, zum Glück. Nein, zum Glück nicht. Stell dir vor, du wirst bei einer Antwort unterbrochen. Ja, das richtig. Ist ja doof. Wie scheiße das wäre. Guck mal, einer schreibt, ich bin Lala. Ja, ich bin Lala. 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 Lalelu. Was machst du? Guckst dir zugucken, damit ich dich gleich mitnehmen kann. Ich bin Lala, Lalelu, was machst du? Wieso kann man Vulpixe züchten? Wie cool ist denn das, bitteschön? Ich möchte bitte einen Vulpix, aber einen großen. Ich möchte einen Vulpix. Nicht so ein kann man einen Vulpix eigentlich ertränken? Kann man Katzen essen? Nein, warte. Willst du das wirklich wissen? Nein, das ist dein. Ich meine, wir hatten es nur billiger, das ist kein Problem. Ja. Machen wir. Wer hat denn hier so einen Schrein gebaut? Das sieht cool aus, irgendwie. Das ist ein Boot. Wie ein Boot. Das jetzt mal. Ich kann. Yay! Das jetzt mal. Tschüss. Tschüss, liebe dich. Bist du mit? Nein. Ich bin extra zurückgefahren. Okay, ja. Warte. Deswegen will er ja nicht mit. Hallo? Okay. Wo fahren wir hin? Noch weit? Ich kann nicht mehr. Hunger. Fährst du jetzt? Ich bin hinter dir. Ich kann nicht. Ich muss ja rückwärts ausparken. Ja, das Frauen ist schon schwer. Können sowas nun mal nicht. Nein, ja? Das stimmt. Lass mal die Stereotypen und Vorurteile bestärken. Ja, wenn wir sowieso nichts anderes zu tun haben in dem Moment. So. Da, du schaffst das durch die Meerenge. Oh, die Meerenge. Oh, war knapp. Ich fahre jetzt mit dir aufs Meer und dann ertränke ich dich. Ja, ich habe einen Glurak, was mir zur Not den Arsch rettet. Draußen auf dem Meer kannst du aber nicht aufsteigen. Das stimmt. Baloui, dein Plan hat Probleme. Ja. Das Problem ist, ich habe noch kein Wasser-Pokémon, auf dem ich schwimmen kann. Miri? Ich hätte Krümelchen. Ich denke, du bist ein Arsch. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Schiffchen fährt genauso schnell wie wir. Oder kann so. Kann uns zu unserem alten Zuhause fahren. Bildungsauftrag schon erfüllt. Guck mal. Yay, noch ein Schiff. Könnte ich so. Also ja, der Bildungsauftrag, ob man Kätzchen ertränken könnte. Das ist nur Billigkätzchen. Zählt das schon zum Bildungsauftrag? Keine Ahnung. Wusste ich zum Beispiel nicht. Wir müssen hier über Land. Glaubst du, wir schaffen das? Kann man springen mit einem Boot? Nein, leider nicht. Aber es funktioniert doch an Land. Das haben wir doch getestet. Man sieht den Chat in der Folge, ja. Was? Wieso? Ach, weil du ihn eingeblendet hast. Ah. Ja, er ist immer eingeblendet in meinem Ding. Man sieht doch die ganze Zeit das Grafikkartenziel. Ach, ist nicht schlimm. Deswegen. Wissen die Leute mal, dass du auch streamst. Wir kommen leider nicht. Wo willst du uns denn hinbringen? Guck mal, ist das süß. Hier auf der rechten Seite sehen sie ein Pokémon. Ja. Okay. Das ist schön hier. Sehr schick. Ist noch weit? Guck mal, da sind coole Pokémon gespawnt. Wo? Da unten im Wasser. Ich sehe es nicht. Okay. Carpadore doch über. Toll, dankeschön. Das ist einfach ein Feuermagierturm. Ich kann dich leider nicht schlagen, solange wir im Boot sind. Ich würde gerne, aber nein, du musst mich ja nerven. Wenn du so weitermachst, steige ich aus. Dann müssen wir aber noch ein Stück rausfahren. Fräulein. Was ist denn los? Hörst du jetzt auf? Warum kann ich mir hier nicht... Jetzt bin ich aus. Nö. 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 Aber warum? Nö. 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 Oh, es wird jemand ist gestorben. Oh. Nö. Wie ist meins? Tschüss. Nö, tschüss. Ich, Nein! Boah, gut, dass ich im Wasser gelandet bin. Du bist so dumm. Du bist schon wieder fast gestorben, nein. Weil du von deinem Glurak abgestiegen bist. Nein, Miri, das hast kommt nicht. Hast du nicht die Slime-Boots noch an? Ach, ja, stimmt. Mist, dann stirbt er ja gar nicht mehr, wenn ihm das passiert. Ah, hallo Julia, echt, das ist ja gut. Das heißt, ich kann jetzt einfach absteigen und sterb dann nicht. Okay, das probiere ich aus einer tieferen Höhe. Du darfst nur nicht Shift drücken, weil dann verlieren deine Jump-Boost-Verlierung. Ich springe auf meinen Glurak. Verlust, Funktion meine ich. Dann verlieren deine Jump-Boost-Verlierung.
Machst du dich über mich lustig, Katze? Nein, ich wiederhole lediglich, was du so von dir gibst. Wenn Baloo ein Mew will, muss er in einen Dschungel gehen, echt? Ja, aber das Legendary muss dann auch erstmal spawnen. Ich habe ja noch gar nicht die Map weit genug erkundet und noch keinen Dschungel. Ja, wir haben noch keinen. Oh, dann können wir ja mal die hier schon länger spielen. Habt ihr eigentlich mal ein Wüstenbiom, ein Schneebiom oder ein Dschungelbiom gefunden? Kann also Dschungelbiom habe ich schon öfter gesehen. Ein wüstes Biom, das ist eigentlich jedes Biom immer der Fall. Wenn ein Zombie spawnen, ist alles wüst. This joke was präsent bei Very Anlastig YouTuber MLG MLG. Wer hat eigentlich den Schnee so eckig gesetzt von euch? Könnt ihr das mal bitte. Oh, hier haben wir ein Haus vergessen. Was ist das denn? Was für ein Haus haben wir vergessen? Hinter der Pokémon-Arena. Mit einem Pokémon-Flughafen oder so. Oh, er hat schon einen Iron-Shopper. Also du meinst ja auch, wo auch so mit Botania-Zeug. Ja. Das ganze Haus besteht ja nur aus Botania. Kann ich hier drüber laufen? Ich habe auch gerade gesagt, oh, das war gefährlich. Gefährlich, gefährlich. OP-Item für dich. Wer ist dich? Weiß ich nicht. Ein Kamui-Ei. Was auch immer ein Kamui-Ei ist. Miri ist fähig. Komm hier mal hoch. Hüpf. Und hier oben ist, das Umwandel-Dingsbums, ein Manaspender. Eine Fossilstation. Da müsste irgendwo eins fehlen, dass man durchfällt. Ja. Oh, hier ist noch ein Fossil. Hier kann man durchfallen. Ja? Ja. Hier, komm mal her. Nein. Bitte. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich habe aus dem Schleimwurz. Was ist das? Das ist sehr gruselig mit diesem komischen Clearglas. Oh, ich dachte gerade nicht. Und das, obwohl du das 5 Sekunden vorher. Guck hier, dein Pokémon-Flug. Nein, Leute, das ist dein Schlafzimmer. Ich zeige jetzt Clearglas außen. Nein, ist es nicht. Du bist ein Arsch. Du bist ein blöder Arsch. Was machst du? Ich will ganz hoch. Vergiss es. Oh Mann. Nicht nochmal. Und hier geht es aufs Dach. Hier ist dein Pokémon-Flughafen. Mist. 1, 3, 2, 1. Starterlaubnis erteilt. Ich bin mir fast sicher, dass du. Bist du denn jetzt ein Thermomix oder was? Nein, mein Luca macht solche Geräusche, wenn es losfliegt. Da ist ein Tauros auf dem Haus. Oh. Und es tanzt. Also ich finde, dieses rote Haus hat auf jeden Fall Pokémon-Style. Kannst du sagen, was du willst. Welches rote Haus? Das mit dem roten Ziegelstein. Ach, das ist typisch so Pokémon-Style. Guck mal, ich stehe auf dem. Und Daddix hat irgendwie, weiß ich auch nicht, was er gebaut hat. Eine Ruine oder so. Das haben wir auch noch nicht angeguckt. Nein, es ist ja auch nichts da. Irgendwie hat Daddix, Freundchen, Freundchen. Cool. Ja. Da wie kann es sein, dass wir so wenig Quarz haben? Weil wir, glaube ich, ziemlich gute Festplatten schon haben, oder? Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte gerne aus Quarz gebaut. Egal. Ha, schön. Wir haben einfach 2,7000 Clay. Yay. Boah, 95.000 Kapazität schon der Festplatte. Das ist schon egal, wir haben ja den Schissel, der kann uns einiges helfen. Habt ihr ziemlich gut gemacht, muss man ja mal sagen hier. Ja. Viel Platz einfach im ME. Was haben wir denn schon als an Items? Wie Clay. Clay haben wir ganz. Nein, passt doch gar nicht rein. Wir haben 114 Clay. Was ist eigentlich mit unserer Dachetage passiert im Pokémon Center? Ja, unsere Spawns sind wahrscheinlich nicht mehr da. Wo ist unser Bett? Nein! Da ist ein Aufzug, Miri! Da ist ein Aufzug in der Mitte von dem Pokéball! Ich wusste nicht, dass es Aufzüge hat! Wie geil. Und was ist das hier? Der Wartebereich? Ja, bitte warten, bis die nächsten Leute vor Ihnen geschlafen haben. Vielen Dank. Coole Stühle. Yes, das ist Instant Teleport aufs Dach. Oh Mann, ey. Cool. Oh, was sagt ihr, wo ist hier ein Teleport? Einfach im Pokémon Center Leertaste auf der Mitte des Pokéballs drücken. Der Elevator von Pixelmon? Wusste ich nicht. Ja, ich wusste auch, dass es sowas gibt. Ich hatte eigentlich Elevator damals gesucht. Komm nicht mehr hoch. Was ist los? Jetzt ist er drin. Und dann muss man sich hier auf einen der Stühle setzen und aufstehen und dann ist man auf dem Dach. Ja. Das vor allem, der kostet ja nichts, der Elevator. Der kostet echt nichts. Der kostet ein Eisen und der Rest Redstone und umgekehrt. Genau, 8 Eisen und ein Redstone. Das ist ja echt günstig. Nix. Krass. Aber das Wetter ist echt nicht so geil. Aber es sind zu viele. Du weißt genau, wofür das war. Nee.
Hat einer die, habt ihr die Lootbags eigentlich alle mal aufgemacht? Gucken wir mal rein. Ja, die meisten. Ein paar kleine, wenige. Boing, boing, boing. Ich laufe auf euch spazieren. Jetzt könntest du mal bitte weiter singen und nicht mittendrin aufhören. Oh, so geil. Hallo, Karte. Hört mal, hallo. Aua. Was ist das denn hier? Was ist denn ein Loot-Recycler? Das ist für die Loot-Bags. Und ein Bag-Opener. Da kannst du selten so Sachen reintun. Wie geil ist denn das, bitteschön? Ich hab was drauf geworfen, aber es ist nichts passiert. Coole Sache. Oh, ich hab noch so viel Müll in meinem Inventar, das ist doch schon nicht mehr feierlich. Weil ein Lootbag habe ich. Ich schmeiß das da jetzt rein und es ist offen. Wow. Wow! Da ist doch kein Unterschied. Haben wir uns das weiße Ding da hinten schon angeguckt? Was? Ja. Yeah. Warte, ich muss eben mein Inventar clearen. Ich habe so viel Zeug da drin. Yeah. Wo denn, Miri, wo? Nein, haben wir noch nicht. Was ist da denn? Da. Und piu. Erster. Oder auch nicht. Wo bist du? Ja. Oh, wie süß. Oh. Ach, das ist unser Portal in die Netherwelt. Ah, dafür ist das gebaut worden. Hier fehlt ein Bücherregal. Freundchen, so geht das nicht. Ich hab ja, das ersetzt. Ich denke, das fällt keinem auf. Ich glaube auch. Wo geht's noch hin? Auf Dach! Ich auch! Ich glaube, deine Arena ist auch ein bisschen zugeschneit. Ich denke mal, du hast da ein Dach vergessen. Das war Arzt. Dafür passt dann Weilord rein. Ja, richtig. Nein, ich will. Also die springen, ne? Ist schon irgendwie. Wo bist du? Wolltest du nicht hier. Ich bin in der Arena. Hallo, ich habe sogar geschafft, hier drauf zu landen. Ist das jetzt eine. Warum sind hier so viele. So viele Skipplumen? Siehst du, Swissdigger, so, meine Arena, dass da wenigstens ein Weilord reinpasst. Das ist die Mindestgröße, die wir für Arenen brauchen. Ein Weilord groß. Ja. Ich bin ein Weilord. Ja, ich bin ein Weilord. Kommst du mal, ich bin Baloui jetzt. Ja, ich bin ein hier, Weilord. In dem Pokémarkt waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Nee, stimmt, der ist auch neu. Oh, hier ist ein Trader im Pokémarkt. Wie geil ist das denn? Handelt der Händler mit sich selbst? Okay. Hallo, guten Tag. Der verkauft Sunstone und Duskstone, wofür immer ich die auch brauche. Hallo, da ist normaler Pokéball mit Pokéball und Great Ball und Friendly Ball und so. Der verkauft Mumumilk. Energy Rod, was, falls was nicht in Ordnung ist. Ist doch alles gut? Ja, kannst du alles abreißen, ist alles scheiße, los. alles, Ganze. Alles vor, schnell weg. Alles wieder zurücksetzen. Bauen wir noch alles wie als ihr damals, bevor ihr auf den Server gekommen seid. Genau. Übelst fiesartiges Luxusbälle noch. Revive. Das sollten wir eigentlich immer dabei haben. Ich hab eins. Ist cool. Der Pokémon ist echt cool. Könnt ihr mal mit. Alter, was ist denn hier draußen los? Apokalypse, oh, was für ein süßes kleines Garados. Hier, mein Pachiri so. Los, greif an, du rettest die Welt. Quick, quick. Ah, süß, einfach süß. Was ist denn das? Oh, ist das ein kleines Pony? Ein Minilappen. Und guck mal, Ferdinand. Ein Riolu daneben. Sie versinken im Schnee. Ja. Das ist so süß. Was bist du denn für ein kleines süßes Ding? Kann man da drauf reiten? Ja, bitte. Oh Mann. Ach, ist das schön hier. So, hat irgendwer an deiner R21 gearbeitet? Habt ihr eigentlich die Zeit auf der Uhr? Ja, hab ich. Alles gut. 5 Minuten. Aber wir haben noch nichts Produktives gemacht jetzt 2 Folgen lang. Wir haben uns noch mal angeguckt, was die anderen alle gemacht haben. Und das ist so immens viel. Das ist echt krass. Wo geht's so hin? Ich weiß nicht. Huch, hier sind lauter Garados. Ja, ich kann mich halt nicht bewegen bei den ganzen Garados. Ja. Ach, hier unser Stone-Shop, Hauptsache der arbeitet noch ab und zu. Hat einer auch eine gute ein Slime-Hatchet eingebaut, na dann. Was macht Katze ja, die ganze Zeit? Ich bin gerade dabei, den Raum, wo ich mein Haus baue, zu erschließen. Wo ist das? Auf einem Berg, weil Katze möchte einen Geisterturm bauen. Wo ist das? Auf einem Berg. Ist das denn wenigstens hier bei uns in der Nähe, meine ich? Jaha. Jaha. Was direkt um die Ecke, Papa.
Nein. Bin da nicht so weit weg. Kannst regelmäßig zur Untersuchung vorbeikommen. Ja. Würde ich dir auch geraten haben. Wo habt ihr überhaupt diese Fossile gefunden? Liegen die einfach in der Landschaft irgendwo rum? Gibt's nicht Fossilohren? Man kann das dann zusammencraften? Stimmt, das kann sein. Ach, ist das schön hier. Schon eine richtig schöne Gemeinschaft, finde ich. Was wir dann machen müssen, ist hier einen schönen Kreis in und dann einen Turm draus bauen. Fliegen auf diesem blöden Golem. Sehr realistisch. Hier rechts hinter dir. Warum kann er fliegen? Ja, das weiß ich. Das ist doch ein Legendaries, genau. Oder? Nein. Wer ist ein Legendary? Oder? Was? Nein. Wer denn? Bin ich sicher. Wer denn? Ich weiß nicht, wie es heißt. Nein. Mir gesagt, nein, also nein. Pikachu. Hä, hier sind Herzchen. Lieben die sich untereinander, das Aerodactyl und das Digilif? Züchten die sich? Sieht so aus, ne? Keine. Da ist ein legendäres. Ja, ein Celebi. Oh, das aber ist aber süß, winzig, winzig Celebi. Oh, aber ist das cool. Wo sind... Hier, da stand, keine Blöcke abbauen. Hier ist Zucht. Oh, dann ist es wirklich Zucht. Los, macht ein Kind. Hä, aber Kohleblöcke? Hat das echt damit was zu tun, was man für Blöcke darunter setzt? Wahrscheinlich, je nachdem, züchtet man dann den Typ-Pokémon. Ich weiß nicht. Ich würde erklären, warum. Dann was war das? Feuer ist das auch gehört, Miri? Ja, was geht denn was da? Was war denn das? Huch. Oh. Die das lieben sich. Habe ich, ja schon dabei, ich meine, ich kann mir schlecht vorstellen, wie die beiden da miteinander Liebe machen. Aber ja, reden wir nicht drüber. Ja, ich mir auch, was da wohin kommt, aber... So wie es jetzt ist, ist wahrscheinlich richtig, dass es auf seiner Nase steht. Ja, ich denke auch. Was ist denn das? Dio. Okay, eine Krise. Ich glaube, das ist das Ding hier. Oh nein, der hat eine scheiß Trompete. Ich hasse dich. Nein, wie cool, ich will auch. Nein, das gibst du nicht, Miri Swiss. Ich schwöre, ich bring dich um. Siehst du meine Waffe? Ich schwör's dir. Wenn du Miri das Ding gibst, dann bist du tot. Miri, ist mir egal, ob du eine Waffe hast oder nicht. Gib das Miri und du bist... Okay, gut. Miri, das kannst du dir craften. Nein. Okay, gut. Nein, oh, denke nicht. Doch. Nein! Nein! Sicher ist sicher. Bei mir ist es in guten Händen aufgehoben. Ich denke nicht. Silver. Nimmt man da unterschiedliche... Silvine. Du machst da nur Silvine. Ja, das kommt immer. Pass auf, das kannst du halt binden auf das Pokémon, was du anguckst. Du machst dann Shift-Rechtsklick. Silvine. Zum Beispiel auf Glurak. Silvine. Nee. Doch, jetzt habe ich Glurak. Wenn der rechte Maustaste drauf machst, bindest du dich drauf. Wie Aerodactyl? Nee. Du, die Kosten dafür gehen aber eigentlich. Silvine. Das ist das Aerodactyl. Du musst Krümelchen nehmen. Was? Krümelchen. Ist gar nicht gruselig. Oh nein. Da, hier, das ist doch... Oh, ich hab Fossile gekriegt. Ah, danke schön. Ich glaube, das war die schlechteste Idee aller Zeiten. Alle stehen rum und gucken uns zu, wie wir das machen. Und wie ich glaube, ich sterbe. Wie nimmt man da einen neuen... Einfach rechte Maustaste auf das Teil, was du haben willst. Ach Leute, aber... Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr kommt dann demnächst wieder. Wir wissen nicht so genau, wann und wie oft wir PokerCraft bringen. Immer halt mal wieder, wenn wir Zeit und Lust haben, bringen wir das und streamen das und so. Das ist halt kein regelmäßiges Projekt. Die Leute, die halt dabei sind, die jetzt auf dem Server sind oder so, die haben hier ihren Spaß und können mitmachen. Das sind halt hauptsächlich Leute... Hört jetzt auf! Ich erkläre was! Das sind halt hauptsächlich Leute, die... Boah, wenn du das nochmal näher an mein Ohr hältst, ne?
Bist du jetzt zufrieden? Ich hau ab. Ich erkläre das jetzt hier so in der Luft. So, ihr Lieben, also, wer hier mitspielt, sind hauptsächlich Bekannte. Das heißt, auch für Katze, dass wenn du Leute drauf haben möchtest, denen du vertraust, die du schon länger kennst und du weißt, dass sie keinen Mist machen, dann kannst du sie gerne auf diesen Server einladen und mitspielen lassen. Sie müssen allerdings in der Lage sein, selbstständig ein Forge-Mod-Pack einzurichten, was halt nicht so einfach ist. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut, guckt bei Miezekatzeman vorbei, guckt bei Miri vorbei und wenn ihr halt, wie gesagt, wenn ihr schon länger unsere Zuschauer seid und, naja, in der Lage seid und wir euch vertrauen können, dann könnt ihr halt auch mit drauf. Aber es ist halt nicht so einfach zu bestimmen, wer das darf und wer nicht. Deswegen ist im Moment die alte Expeditionscrew dabei und ich glaube ein, zwei neue Leute. Hörst du das? Nein, zum Glück nicht. Und dann würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Tschüss.